Hallo zusammen und willkommen. Unser Umgang miteinander fällt uns oft leicht, wenn wir uns auf die Persönlichkeit unseres Gegenübers einstellen können. Aus der Mimik beispielsweise können wir eine Menge erfahren, denn in einem Gesicht sind Eigenschaften wie Unsicherheit, Selbstbewusstsein, Offenheit oder Zurückhaltung umso mehr festgeschrieben, je älter man ist. Auch unsere Körperhaltung verrät einiges über unseren Charakter. Hast du dich schon einmal für die Hände bzw. deren einzelnen Gesten interessiert? Du wirst staunen, wie intensiv und detailliert man aus der Haltung von Händen oder Fingern auf den Charakter schließen kann. Bestes Beispiel ist die Faust. Wenn man dich auffordert, eine Faust zu ballen, wie sieht diese bei dir aus? Du wunderst dich vielleicht, warum sich eine Faust von der anderen unterscheiden kann, weil deine Finger vermutlich immer auf die gleiche Weise zur Handinnenfläche anspannen, zum Beispiel wenn du Stress oder Ärger verspürst. Doch es gibt drei ganz typische Arten von geballten Fäusten. Was die persönlichen Vorlieben der Fingerhaltung über deine Persönlichkeit verraten sollen, erklären wir dir heute. Los geht's! Fausttyp Nummer 1 – stark und geradeaus. Dein Daumen liegt am angewinkelten Zeigefinger, ist also nahezu ausgestreckt. Du bist ein Mensch, dessen Persönlichkeit sich erst auf den zweiten Blick erschließt. Du wirkst stark, energetisch und sicher in deinem Verhalten und deiner Entscheidung, obwohl es in deinem Inneren oft anders aussieht. Da zweifelst du nämlich mitunter an dir und auch wenn du gar keine Veranlassung dazu hast. Das mag daran liegen, dass deine Ziele stets hochgesteckt sind und es dir wichtig ist, sie nach deinem Plan zu erreichen. In deinem Beruf überzeugst du, weil du gerne Verantwortung übernimmst. Eine führende Position ist daher genau das Richtige für dich. Zumal du über einen ausgeprägten Beschützerinstinkt und über einen guten Weitblick verfügst, was den Menschen in deinem Umfeld zugutekommt. Dank deiner Intuition kannst du andere gut einschätzen. Gutmütig und sozial wie du bist, kannst du dich somit gut davor schützen, ausgenutzt zu werden. Sensibel, abenteuerlustig, humorvoll und freudig begegnest du deinen Mitmenschen. Gefühle offen anzusprechen oder gar auszuleben ist allerdings nicht deine Sache. Diese Dinge machst du lieber mit dir aus. Fausttyp Nummer 2 – Du stehst zu dir selbst. Dein Daumen ist angewinkelt und umschließt andere Finger deiner Hand. Du bist im Reinen mit dir selbst. Glücklich und zufrieden gehst du durchs Leben und hoffst darauf, von deinen Mitmenschen so geschätzt zu werden, wie du wirklich bist. Selbstsicher ist für dich nicht fremd, wobei du dennoch nicht überheblich auf andere wirkst. Man mag dich einfach, weil du auch kreativ, talentiert, ehrlich und intelligent bist. Im Job überzeugst du zudem durch deine Belastbarkeit und Flexibilität. Auch im größten Stress gelingt es dir, Ruhe zu bewahren. Dank deiner Offenheit schreckst du nicht davor zurück, klare Worte auszusprechen, weshalb du mitunter auch mal aneckst. Doch das stört dich nicht wirklich, denn du wärst nicht so ausgeglichen, wenn du mit deiner Meinung hinterm Berg halten müsstest. Innerhalb einer Beziehung bist du äußerst sensibel und hast große Angst, verletzt zu werden. Darum fährst du hier deine Selbstsicherheit zugunsten einer intakten Liebe zurück. Fausttyp Nummer 3 – Charmant und einfühlsam. Dein Daumen versteckt sich unter den anderen Fingern, wird von ihnen umschlossen. Du bist jemand, den man ganz gerne zum Freund hatte, denn du bist ein sehr liebevoller Mensch mit viel Empathie. Das große Wort zu führen ist nicht dein Ding, obwohl du sehr sprachbegabt bist. Als introvertierter Typ bist du eher in dich gekehrt und mitunter hältst du dich mit deiner Meinung auch dann zurück, wenn eine klare Aussage vielleicht besser wäre. Aber Streit und eine ungute Atmosphäre passen einfach nicht in deine Sicht der Dinge. Du besitzt viel Charme und Charisma, interessierst dich für Kunst und Kultur und bist ein nachdenklicher Mensch, der bisweilen zu sehr ins Grübeln kommt. Freundschaften und Beziehungen bedeuten dir eine Menge. Doch ist es nicht deren Quantität, sondern Qualität, die zählt. Von daher ist dein Freundeskreis überschaubar und von Tiefgang geprägt. Mit viel Liebe pflegst du diese Kontakte und bist immer da, wenn man dich braucht. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir würden uns freuen, wenn du zu diesem Thema deine Meinung mit uns teilst und einen Kommentar hinterlässt. Wenn du neu auf unserem Kanal bist und dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns gerne mit einem Daumen nach oben und teile diese mit deinen Freunden. Um keine weiteren Tipps, Tricks und interessante Informationen zum Thema Gesundheit zu verpassen, abonniere unseren Kanal, aktiviere die Glocke und wir sehen uns bald wieder.